Moin, herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Ausgabe Nummer 19 vom großen Match Experience. Guten Tag. Gegen Friesenjung, der 1-0 in Führung liegt. Ja, das muss er nochmal unterstreichen. Ach so, ja, nee, ich wollte ja keinen, ich wollte den Finger ja nicht so stark in die Wunde legen. Es gibt keine Wunde. Ach so, okay. Ja, ich verstehe. Ja, wir spielen auf der NF Match Map von Bad Action. Link unten in der Videobeschreibung, bei mir zumindest, bei Jens weiß ich nicht, denke ich auch. Und wir wollen nicht viel Zeit verlieren, ich will meine Führung ausbauen und ja, viel Spaß dabei. Tschö, bis gleich. So, ich will erstmal hier ein bisschen hergehen und erstmal einkaufen. Ich brauche ein etwas potenteres Gerät und ich brauche eine Sämaschine, die ein bisschen was kann. Dum, 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 dum. Da. So. Ist zwar schön, dass wir hier ein Gerät haben, das Direktsaat hat, aber wäre natürlich schön, wenn dieses Gerät, welches Direktsaat hat, auch noch einen Düngertank oben drauf hat. Dann wäre uns ein bisschen geholfen und dann soll es natürlich auch noch ein bisschen Arbeitsbreite haben. Gucken wir es mal an. 7600. 17.000. Alter, wie viel PS braucht man da? 270? Guck mal, das ist ja auch geil, ne? Ach, jetzt ist die Maus weg. Ich raste aus. Da brauchst du 270 für? Oder? Ich muss mal eben raus hier. Da. Also. Da brauchst du 270 für und da brauchst du auch 270 für. So, das nehmen wir. Oh, keine Rundumleuchte. Jawohl. Zack, einmal. Und dann nehmen wir natürlich dann ein entsprechendes Gerät. So ein Fendt dazu oder so. Was haben wir denn? Ach, wir haben nur Standardtraktoren. Ja, gut. Dann nehmen wir den hier. Der kann ein bisschen was. So, und dann brauche ich noch einen Flug. Diesen hier. Zack. So. Die drei Gerätschaften schaffen wir jetzt erstmal zum Hof. Mir fällt da gerade ein, ich möchte das ganz gerne natürlich auch zuweisen, was auch meins ist, ne? Nicht, dass hier irgendjemand Universal Dieseltank, Quantum Autoload, was? So, das ist meins. Das ist meins. Ach, das Dieselfass ist auch meins, ne? Das ist meins. Ach, siehst du, und wo wir gerade bei Diesel fast waren. Auch noch ein Wasserfass. Oh, ich habe kein Geld mehr. Das kann in Hose gehen hier. Universaltechnik. Dieses hier. Mieten. Jo, danke. So. Damit sind wir doch jetzt erstmal Gerüste für diese Aufnahmesession, würde ich sagen. Und dann kann es eigentlich losgehen, würde ich sagen. Fangen wir mal an. Erstmal ein bisschen unkonventionell. So, liebe Kinder, nicht nachmachen. Ne? Ich sag's gerne dazu und immer wieder, nicht nachmachen. Aber irgendwie müssen wir das Gerät ja zum Hof bringen. Ja. Ich könnte natürlich vorne jetzt das Gerätchen noch drehen. Aber dann laufen wir ja Gefahr. Ich könnte es auch, ich weiß nicht, in Fahrtposition bringen oder in Fahrtstellung, wie auch immer. Problem dabei ist natürlich dann halt nur, dass wir dann wahrscheinlich so schlecht lenken können, würde ich einfach mal behaupten. Und deswegen machen wir das nicht. So, und dann werden wir uns natürlich auch in dieser Phase wieder mit dem Thema Geld beschäftigen. Ich werde gleich ein Fahrzeug losschicken, welches dann mir eben schnell das Wasserfass da hinten noch wegholt. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich für diese Session brauche, denke ich einfach mal. Wird spannend, denke ich.
Das wird spannend. Muss erstmal gucken, was ich hier für ein Chaos hinterlassen habe, als das ganze Jahr angefangen hat, beziehungsweise in der letzten Folge, wo wir da aufgehört haben. Jetzt kommen Autos. Du fährst da lang. Jetzt ich, hallo, hallo, danke. Da steht der, ach genau, siehste, das war ja auch noch so ein Ding. Und springen auch gleich mal kurz zum Waldsägewerk, gucken uns mal an, was er da, oder was da so los ist und dann mal schauen. So, du da hinten kriegst folgenden Job. Du kannst erstmal warten. Das sieht ganz gut aus. Ah ja, guck mal hier. 1, 2, 3, fast 4 Paletten. Oh, wir haben sogar 4 Paletten voll. Das ist natürlich noch geiler. 1. Oh, ist das geil. 2. Dann gibt es hier schöne Leerpaletten nachher und Bretterpaletten und alles. Zack. Machen wir hier mal kurz frei. Aber diese ist knapp. So, einmal hier drauf. Und weiter geht's. Den lassen wir aber erstmal hier stehen. Wir suchen uns erstmal ein freies Fahrzeug aus. Dieser hier. Du sollst vom Hof zum Händler fahren. Ah, es kann nie schlecht sein, mehrere Fahrzeuge zu haben. Um Gottes Willen, ne? So. Einmal hier durch, bitte. Wieso? Ah, hier, guck mal. Ei. Jo, da kommt ein Fahrzeug. Danke. Hab ich gesehen. So, nochmal. Vom Hof zum Händler. Am letzten Wegpunkt warten. So, dann kann's. Wo ist er? Mein Gott. So viele sind's doch gar nicht. Gebt mir doch das richtige Fahrzeug. Hey. Hallo. Was ist denn mit dir? Fehlt dir etwa die Zuordnung? Kann ich mich jetzt nicht mehr in mein eigenes Fahrzeug haben? Sehe ich das richtig? Tatsache. Da wurde falsch zugewiesen, ja. Ich glaube, da ist ein Fahrzeug falsch zugewiesen. Wieso? Welches denn? Ein 700er Fendt. Ich kann nicht mehr einsteigen. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ah, nee, warte mal. Ah, alles gut, alles gut. Wieso komme ich denn da jetzt rein? Keine Ahnung. Gerade habe ich es versucht, ohne Scheiß, ging nicht. Bin die ganze Zeit hier am Durchtappen gewesen. Jetzt ist alles wieder gut. Die Welt ist in Ordnung. Okay, alles klar. Ja, wir machen das Ganze einfach jetzt hier. Wir fahren jetzt den Hafer, den ich habe, erstmal in die Mitte. Und zwar. Ich will mal kurz im Shop was angucken, ne? Jojo. Und zwar, wo habe ich denn diese geile Kurskombination gelassen? Matchdinge. Ach, scheiße. Was war denn jetzt 1? Warte mal. 1. Vom Hof zur Brücke. Dann geht's weiter mit der 3? Nein. Was ist denn 2? Vielleicht sollte ich das einfach mal benennen. 1 und 2 sind dieselben? So aus. Das sind 4. Ah, 4 ist von der Brücke zum Matchbereich, das reicht doch. Also die 1 und die 4 hätte ich gerne. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Irgendwas läuft hier schief. Ich glaube, ich nehme das einfach nochmal neu auf.
Aber wir machen das mal ganz einfach. So, er soll nämlich von hier aus. Ja, fahren nochmal ein Stück zurück. Auch kleinere Fahrzeuge nehmen können. Von hier aus. Bus aufzeigen. Die Zeit ist gnadenlos, ne? So. Und da müssen wir gleich mal ein bisschen Geld verdienen. Das geht natürlich wieder am einfachsten, wenn wir irgendwelche Dinge verkaufen. Mein Gott. Fahr doch langsam. So. Mein Gott, der ist aber auch hier am nervös links und rechts fahren. Ey. Mein Gott. Ist der empfindlich. Ist ein bisschen zu schwer für dich, kann das sein? Eieieiei. Du könnt glatt meinen, ich habe einen gesoffen hier. Unfassbar. Jetzt fährt er hier halbwegs geradeaus, aber auch nur halbwegs. Vielleicht fahre ich mit Tastatur, da geht's einfacher, ne? Ganz ehrlich, ey. Mein Gott. Hallo. Ja, ich glaube, da ist irgendwas mit dem Gewicht nicht ganz in Ordnung. Er mag kein Hafer. Ist ihm ein bisschen zu schwer, glaube ich. Natürlich auch den kleinsten genommen, den ich finden konnte. Was heißt den kleinsten? Der kleinste ist eigentlich, glaube ich, der Case hier, ne? Naja. Mein Gott, ist das ein Akt hier, ey. Hallo. So. Einmal links abbiegen, bitte. Solange hier frei ist und keine Autos kommen, ne, ist das hier die beste Strecke überhaupt, ne? Aber sobald Autos im Spiel sind, kannst du hier voll vergessen. Haben wir ja gesehen letzte Woche, wie das Ganze dann hier eskaliert, ne? Ja, und da geht's schon los. Kollision in der So, dann machen wir mal weiter. So. Also hier tauchen schon wieder Kosten Saaten und Kosten Dünger auf bei den offenen Posten. Ich habe doch nichts gekauft. Nein, kommt ich noch. Ich auch nicht. Und ich habe letztes Mal, letztes Mal standen ja auch zwei drin. Die habe ich letztes Mal einfach mal so übernommen, weil ich da keinen Bock hatte, dass sie da mal drin stehen. Ja. Aber ich weiß nicht, wo die jetzt herkommen. Das ist echt komisch. Ist hier irgendwas auf Auto kaufen oder sonst irgendwie was an? Weiß ich nicht. Warum ist denn hier Stopp angesagt? Ach, die Gerste. Ja, okay. Hafer ist daneben. Dann machen wir doch Hafer mal voll hier.
Lenkt doch noch beschissener ein, ey. Was ist denn das hier? Kann doch nicht wahr sein. Bin ich heute zu doof oder so? Wie ist das denn hier mit Kosten Saatgut, Kosten Dünger? 1000. Ich habe nicht mal 8000. Ich würde das ja übernehmen, aber ich habe noch nicht mal 8000 Euro. Oh, ja. Dann lassen wir uns erstmal drin stehen. Ich schnapp mir die nachher. Ja, kein Stress. Aber es ist trotzdem merkwürdig, da gebe ich dir schon recht. Also, warum die da immer wieder auftauchen. Ja, ne? Finde ich auch. Vor allem, es hat keiner was gekauft, ne? Irgendwie passt das dann nicht, ne? Ja, ist echt komisch. So, jetzt fahren wir wieder zurück zum Hof. Zeitlich ist das auch noch völlig in Ordnung hier. Dann habe ich zumindest den Hafer schon mal drüben. Ihr habt völlig recht gehabt, dass ich das schon mal rüber schaffen soll. Ich meine, was soll jetzt im Silo liegen? Davon wird es ja auch nicht besser, ne? Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Das Strohziel brauche ich ja nicht mehr erfüllen. Das Einzige, wofür ich jetzt noch Stroh brauche, ist ja eigentlich für... Na, sag schnell, für irgendwelche Ställe und Kühe und Kraftfutter und so weiter. Das ist das Einzige, wo man da jetzt was noch gebrauchen könnte. So, jetzt fällt er hier schon aus der... Sorry? Für was? Ich habe aus Versehen meine Push-to-Talk-Taste aktiviert, obwohl ich es gar nicht wollte. Weil dann mache ich, glaube ich, jetzt einfach dann, lasse ich die Arbeiten auf Feld 1 einfach einstellen. Ich will mal einen Kurs berechnen. Ja, mach ja. Wieso geht dann bei mir das Fenster auf für erweiterter Kursgenerator? Weil ich da aus Versehen drauf gedrückt habe. Drück da nochmal bitte drauf. Hab ich? Jetzt passiert nichts mehr. Aber trotzdem ja, lustig. Ist komisch, ja. Hurra! Entwicklerversion. Heute läuft's, würde ich sagen. Ja, mal gucken. So. Wir haben viel zu tun. Viel zu tun. 15.45 Uhr. Irgendjemand hat durchdrehende Reifen. Oh, bitte lass es nicht mein Fahrzeug sein. Irgendjemand sollte aufgetankt werden. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich dabei um mein Fahrzeug handeln soll. Also ich lasse jetzt hier auf der linken Seite das Feld noch abernten und das andere mache ich tatsächlich platt. Da muss ich jetzt tatsächlich mal sagen, scheiß auf das Stroh, was da drauf liegt. Ich krieg's nicht schnell genug weggepflückt. Das ist halt einfach der Hintergrund. Und ich brauche, ich muss anbauen. Und Dinge vor allem. So. Match. Einmal Hafer, go! Oh, Match, genau, mein Gott.
So, ob der dann heile da drüben ankommt, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ach, guck mal, der Fuchs hier. Da bringt er noch Zücht durch die Gegend. So, Abfahr reinlassen. So. Ja, ich weiß, ich muss tanken. Ja, ja. Vom Händler zum Hof, Dankeschön. So, wie sieht's denn hier aus? Bist du fertig gegärt? Nein, schade. Gut, also das Ding können wir abschreiben, das wird nichts mehr. Und hier die Häufchen? Ja, guck mal hier, das ist das, was ich euch auf der nordfriesischen Marsch gezeigt habe. Wenn du das reinschüttelst und das Spiel neu lädst, dann ist das Zeug auch wieder da. Schade, hätte ich mit allem machen sollen. Naja, ist egal. Fahren wir das einfach noch an der Seite und schütten das irgendwo an der Seite. Ist mir auch egal. Kriegen wir schon alles hin. Lalala, wir fahren und freuen uns und machen Dinge. So, jetzt hat er hier schon mal wieder Material drauf. Bin aus. Ja, ausgefahren bist du noch. So. War schnell mal. Also hundertprozentig koscher ist das noch nicht mit Crossplay. Das wird's nie sein, solange es da keine offizielle Release-Version von gibt. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll bei mir Gerste laden, hat Weizen geladen. Ja, super. So, jedes Mal irgendwas Neues mit dem Scheißding, ne? Ja, aber das hatten wir ja schon mal, sowas. Jo. Und am Neustadt war weg, ne? Ja, irgendwie schon. So. Läuft das jetzt hier oder was? Nimmst du das alles weg hier oder so? Kann das sein? Nein, nimmst du nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Reicht nicht ganz. Ja, toll. Jetzt haben wir hier 3000 Liter. 5000. Häckselgut, ey. Was mache ich denn damit? Bitte die einfach hier rein und dann ist gut. Weg damit. Dann stört's keinen mehr. So, jetzt müssen wir erstmal uns um das Thema Geld kümmern. Erstmal versuchen wir natürlich hier den Kurs gerade sauber einzufahren. Beziehungsweise ist ja kein Kurs, aber zumindest versuchen wir gerade abzuladen. Also mit wir meine ich mich. Und da sind schon wieder 24 Minuten rum. Ich habe nichts wirklich Großartiges heute hingekriegt und es sind schon wieder 24 Minuten rum. Warum? Wo ist diese verdammte Zeit geblieben, ey? Verrückt.
So. Hier habe ich ja noch was ganz Schönes vor. So, wofür hat er sich jetzt einen Flug gekauft? Werden sich jetzt einige von euch wahrscheinlich fragen. Zu Recht natürlich auch. Aber wir wollen mal schnell schauen. So, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Fertig mit Düngen? Kann das sein? Gucken wir mal schnell. Es sieht zumindest nicht so aus, als ob er fertig wäre. Noch lange nicht. Oh Mann. Die drei kann er dann gleich mitmachen. Wie sieht's denn auf Feld 1 aus? Hallo, Maus. Hier bitte. So. Tada. 1 ist mehr bereit. War noch irgendwo ein? Mal reinlassen. Kannst mähen, ne? Das kannst du gut machen. Ah. Komm, wir fahren das trotzdem ins Silo hier. Was kostet das denn? Was kostet mich denn so ein großer Sammelwagen hier? 10.000. Verdammt. Das wäre natürlich noch geil, ne? Ich meine, ich habe zwar jetzt eine große Drille. Aber so Yellow from the Egg ist das ja trotzdem nicht, ne? Weg damit. So, und wir wollen jetzt... Wir wollen... Ach, jetzt ist die natürlich auch noch zusammengebaut, ne? Aber das ist ja auch halb so wild. Alter, geht er da hinten. Erstmal absetzen, bitte. So. Nee. So rum wollen wir das Ganze haben. Das sieht schon mal ein bisschen solider aus. Und da ist sie. Was hast du denn jetzt schon wieder? Die zweite Kuh. Für Gerst oder was? Yes, sir. Ja, dann. Hast ja alles richtig gemacht, würde ich sagen. Naja, mal gucken. Aber jetzt echt das Ding wieder weit schon dran gebastelt, oder was? Dann tauschen wir das Ganze einfach mal aus. Wir nehmen dich weg. Und dann machen wir es einfach so, wie wir es gehabt haben. Die Zeit hätte man sich auch echt sparen können. Und gleich ist auch hier schon wieder Ende der Fahnenstange erreicht. Weg mit dir. Weg mit dir. Es hat kling kling gemacht. Ich hab's geahnt. Ja, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war's für heute, für diese 19. Ausgabe. Ich bin 2-0 in Führung, glaube ich. Und bis jetzt ja. Ja, schaltet gerne nächstes Mal wieder rein, wenn der Experience nicht fertig macht. Ja, so soll es doch sein. Ich würde auch sagen, macht es gut, liebe Leute. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.